Er ist brandenburgischer AfD-Landtagsabgeordneter und Beisitzer im Bundesvorstand der rechtspopulistischen Partei Steffen Königer. Jetzt hat er überraschend bekannt gegeben, sein Amt niederzulegen und die Partei zu verlassen. Er kündigte ebenfalls an, die Fraktion verlassen zu wollen. In einer Pressemitteilung erläuterte Königer seine Beweggründe. Die Bürgerlichen in der AfD haben den Kampf gegen die Destruktiven der Partei in vielen Landesverbänden endgültig verloren. Innerhalb der Partei nimmt die Begeisterung über bewusste Grenzübertritte von wenigen Protagonisten nicht ab. Königer wird dem gemäßigten Flügel der AfD zugerechnet. Schon in der Vergangenheit war aufgefallen, dass Königer immer weniger von den Umtrieben seiner Partei hielt. So kritisierte er zum Beispiel, dass die AfD in Chemnitz gemeinsam mit Pro Chemnitz und Pegida marschiert war. Königer wird dem Brandenburger Landtag ab sofort als fraktionsloser Abgeordneter angehören.